Am Wochenende habe ich gegrillt, das Wetter war auch wunderbar und da hat sich natürlich auch der Gaumen gefreut bei den ganzen Hähnchenfleisch. Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Heute am Montag habe ich mir ein Rippentraining rausgesucht aus meinem Sportkatalog, der mir etwas Pump gibt und dazu wird noch Bauch und Unterarme trainiert. Ja Leute, ich hoffe, euch gefällt mein neues Video. Drückt mir den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir einfach nette Zeilen oder abonniert mich. Dann wisst ihr nämlich immer das Neueste vom Uwe. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's mit dem Training. Meine Trainingsaufzeichnung heute vom Rückentraining und so lief's ab. Latziehen zur Brust. Ich habe mich dazu hingekniet, die Latzstange dran gesetzt an den Haken und dann ging es los. Habe ich sehr, sehr selten gemacht. Heute habe ich mir das in den Plan reingeschrieben gehabt und war doch eine sehr, sehr gute Übung. Meine Schulter hat da mitgespielt auf einem sehr guten Level, auch bei den 45 Kilo mit den 2x6. Das war überhaupt kein Problem. Ich konnte sauber durchziehen, habe nichts gespürt in der Schulter, dass irgendwie was schmerzte oder unbequem wurde, dass sich allgemein die Schulter stabilisiert und somit wieder gesund wird. Und das ist nur von Vorteil. Von Vorteil ist es auch bei der fliegenden Bewegung gewesen. Ich habe das kraftvoll durchgezogen im letzten oberen Drittel. Und da habe ich gemerkt, da ist noch Bedarf, da muss mehr gemacht werden. Und deswegen ist auch das einarmige Rudern mit reingekommen im Programm. Das kombiniert das alles gleichzeitig. Und da habe ich wirklich einen sehr guten Punkt angesetzt. Musste zwar hart kämpfen, aber von nichts kommt nichts. Das wisst ihr ja selber. Die nächste Übung ist für den Unterarm gedacht. Da bin ich an die Drückerbank gegangen, habe die Hantel mit 70 Kilo beladen und somit den Unterarmmuskel bearbeiten können, einrollen in die Hände und dann immer bis zum Anschlag hoch. Und dann, wenn es zu Ende war, hat es auch schon böse geschmerzt. Ist eine sehr effektive Übung, finde ich, für die Entwicklung der Unterarme. Zum Schluss kam noch Latziehen mit gestreckten Armen und da habe ich gemerkt, dass das schon alles leer war. Deswegen kamen keine großen Gewichte hinzu. Das wurde ein paar Mal durchgezogen und dann war auch diese Übung und das Rückentraining im Allgemeinen zu Ende. Mehr wollte ich auch gar nicht für den Rücken antun, weil das dann alles viel zu viel wird und sinnlos quälen ist absoluter Quatsch. Ja, ich habe auch den Bauch heute mit reingenommen, Hüftseitsenken mit der 20 Kilo Kugelhantel war recht unangenehm gewesen. Ich habe es seit Monaten nicht mehr gemacht und heute wieder das erste Mal. Naja, der Bauch muss halt auch mal mit trainiert werden, aber es ist sehr selten bei mir, dass er mit im Programm drin steht. Ich finde Bauchübungen allgemein nicht förderlich. Ich bin jetzt soweit fertig mit meinem Training für heute und ja, der Rücken hat ganz schön einen abbekommen, sage ich mal. Ja, muss ich halt durch und er war ja lange genug im Stillstand durch meine Schulter-OP, durch den Lockdown. Im Keller konnte ich ja auch nicht so richtig trainieren. Hat jedenfalls heute ordentlich Spaß gemacht und es zog ordentlich rein. Und das sind zwei gute Punkte und die kann mir auch keiner nehmen. Gut, morgen zum Training mache ich die Kniebeuge und da werde ich wieder Vollgas geben. Da gibt es wieder ordentlich Feuer. Ja, Leute, ich wünsche noch einen schönen Training und einen schönen Abend. In diesem Sinne, ich bin raus, macht's gut, euer Uwe.